eine Zeit, wo man seinen Mann stehen muss, Junge. Nicht unbedingt für sich selbst, sondern zum Wohle der anderen. Ich konnte mich nicht wehren. Du wirst langsam richtig hübsch, weißt du das? Verstehst du, was ich meine? Und wenn diese Zeit kommt, müssen wir Männer für diese Pflicht bereit sein. Die junge Dame möchte eine Vermisstenanzeige erstatten. Wie ist der Name? Sein Name ist Oscar Gray. Er ist vor etwa 15 Jahren weggelaufen. Kommt Ihnen etwas bekannt vor? Woher haben Sie das? Er hat jetzt immer noch dasselbe Problem wie damals. Behandeln Sie dich gut? Ja, Sir. Ich mag ihn. Du hast Entscheidungen getroffen, die nur ein Mann treffen sollte. Du hast also einen Mann getötet. Wir können die ganze Sache verschwinden lassen. Du hast es richtig gut bei uns. Ich weiß, dass du diese Aufgabe nicht magst, Junge. Bin ich bereit. Jemand wird verletzt. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Glaubst du, das sei eine Bitte? Okay, damit ihr wisst, dass es eine echte Waffe ist. Sie ist geladen. Hinlegt. Legt euch alle auf den Bauch. Handfläche nach unten. Er will alles alleine machen, will nicht mehr Teil der Gruppe sein. Sein Herz ist zu groß. Morgen wird jeder, der ein X auf dem Arm hat, Teil dieser Familie sein. Jeder hier hat einen Wert. Respektierst du das nicht? Eine kalte Welt wartet nur so auf dich, Junge. Du musst aufpassen, wem du in diesem Leben vertraust. Ich denke, dass Lou dich irgendwann finden wird. Sie wird nie vergessen, was du für sie getan hast. Ich dachte, wir wären Freunde, Lester. Ich sag dir, sie soll es lassen. Wo ist sie, Les? Wenn du dich bewegst, puste ich dir das Hirn durch den Schädel. Was zum? Sie haben alles über dich. Über uns. Bilder. Parteien. Du wirst hier nie lebend rauskommen. In dieser Welt könnt ihr nicht gewinnen. Ohne mich würdest du im Knast verrotten. Wir gaben dir ein Leben. Werkzeuge. Eine Gemeinschaft. Sie hatten ihre Chance. Jetzt jagen wir sie.